So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, das sind weitere Zeitschriften, die mir meine Kollegen mitgebracht haben. Nicht nur gerade Jurassic World, auch 20 Sonderausgaben von Lego Ninjago Legacy. Perfekt, 20 Stück hier. Das ist ja das brandneue und aktuelle. Das Magazin Nummer 19. Brandneu, aktuell. Den brauche ich wirklich nicht mehr. Davon habe ich schon so viele. Ihm kann man 2-3 Mal gebrauchen. Da ist nur das Leuchtschwertdegen oder hier die rote Waffe. Kann man machen. Aber es sind auch richtig cool dabei. Es sind 3 verschiedene. Einmal die Nummer 17, einmal die Nummer 18 und einmal die Nummer 19. Von das brandneue und aktuelle Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 19. Das neueste. 10-mal. 10-mal. Dann 4-mal. 3. 3-mal. Habe ich nicht 4-mal gezählt? 3-mal das Lego Ninjago Nummer 17. Also Lego Ninjago Legacy Nummer 17. Mit einem coolen Schlangenkopf. Und dann das Rest. Also müssten das dann 7-mal sein. Ey, perfekt. Die Nummer 18. Overlord. Richtig cool. Ich kriege meine Mannschaft richtig viel. Ich habe jetzt schon richtig cool. Und jetzt nochmal 7 oder 6 Mal auf jeden Fall. Das ist perfekt. Aber nichtsdestotrotz fangen wir jetzt direkt mal an. So, das neueste Magazin, das hat ja keine Folie. Deswegen fehlt hier wahrscheinlich eine limitierte Karte. Und wie gesagt, ich brauche dieses nicht. Davon habe ich genug. Den braucht man 2-3 Mal. Oder was meint ihr? Schreibt mir das mal, eure Meinung, eure Kommentare. So, jetzt aber 10-mal habe ich es jetzt noch. 2-mal limitierte Karte in Ordnung. Weil bei so vielen Magazinen, es nimmt so viel Platz weg. Und das alles in die Tüten. Da geht schon mal die eine oder andere limitierte Karte, wenn es nicht eingepackt ist. Seht ihr hier oben? Der Knick ist schon ärgerlich. Bin ich ganz ehrlich, ist schon ärgerlich. Für mich auf jeden Fall als limitierten Kartensammler. Aber naja, ich lasse... Nee, hinten geht gar nicht. Geht nicht. Dreimal die limitierte Karte geht. Das ist ärgerlich. Es ist zwar schön, dass die weniger Verpackung haben. Besonders dieses Kunststoff. Plastik, Foliengedönse. Aber für limitierte Karten klebt sie auf der Innenseite rein. Dann kann damit nichts passieren. Oder packt sie hier mit rein. Wäre natürlich auch noch eine Alternative. So ist das schon ärgerlich. Okay, die haben jetzt auch dafür 2,25 pro Heft bezahlt. So, wären also 42 Euro eigentlich. Aber da die Jurassic World ja vorhin schon so viel gegangen, damit auch. Da haben die 35 Euro für diese ganzen 20 Magazine bezahlt. Kann man machen, habe ich sofort gesagt, in Anspruch nehmen, fertig. Also 35 Euro dafür. Der ein oder andere sagt jetzt, okay, es sind 20 Magazine, das bedeutet 40 Minifiguren. 35 Euro kann man wirklich machen. Die einen oder anderen braucht man wirklich nicht mehr. Das ist so. Bei den einen freue ich mich mehr und bei den anderen eben weniger. Sag jetzt nichts von jetzt noch, wie ich finde, die 9, aber das nächste, da könnt ihr wieder schwachsinnige Videos, mache ich gerne davon. Das ist wieder eine richtig coole Kombo. Kai jetzt weniger, aber der Bösewicht, der ist mega, mega cool.
20. September bin ich auf jeden Fall dabei. Wenn es auf dem Markt ist, habe ich sofort angeboxt, wenn ich dran komme. Auf jeden Fall. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen? Weil ich freue mich darüber auf jeden Fall wieder. So, von die 10 Magazine. Na. Sind übergeblieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 limitierte Karten. Das geht noch. Die Minifiguren, 20 Stück. Ah, muss man weniger haben. So, jetzt kommen wir zu die Ausgabe Nummer 17. Wie gesagt, 3 Stück sind dabei. Das ist wieder ein cooler Bösewicht. Habe ich aber auch schon richtig viele von die orangen Schlangenköpfe. Wie viel habt ihr davon? Die sind doch wohl mega. Schreibt mir eure Meinung, eure Kommentare. Ich finde die richtig mega gut. Wie gesagt, die gefallen mir. Was mir gefällt, muss euch nicht gefallen. Ich sehe ja da drin eine coole Armee. Der ein oder andere von euch vielleicht nicht. Und wie gesagt, das Magazin wieder dreimal. So. Alle 3 limitierte Karten in Ordnung. Das ist schon mal Pech. Weil diese limitierten Karten von dieser Legacy, ihr wisst, die steigen am schnellsten an Wert. So, jetzt brauche ich hier Platz. Alles Platz hier oben machen. Weil jetzt kommt nochmal 7x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x. Das Lego Ninjago Legacy Magazin Nummer 18 mit Overlord. Perfekt. Und davon habe ich ja schon so eine richtig coole Armee. Das sieht auch richtig mega aus. Und ich feiere die Figur immer noch ab. Das Ganze wieder 7x. Dafür bedanke ich mich, dass ihr mit diesen Haufen... Aber ihr habt es gesehen, was das für Platz ausmacht. Denkt mal, wie viel Platz das war. Dann noch die Jurassic World Magazine. Da sind wieder eine ganze Bananenkiste von Flohmarkt oder Wochenmarkt zu mir gerutscht. Und dann in mein kleines Zimmer hier. Das ist schon richtig nervig, wenn man immer die Füße anheben muss. Deswegen muss ich solche schwachsinnigen Videos auch immer, immer wieder machen. Dass ich Platz kriege. So, die packe ich ja gleich alle wieder aus. Dann kommen die auf meine Platte. Wo die anderen schon alle stehen. Eine Platte habe ich schon komplett voll. Weil das sah nicht so aus so dicht. Dann habe ich die etwas weiter auseinander gemacht. Dass man die eben sieht. Hier ist wieder keine limitierte Karte dran. Das ist wieder total zerknickt, aber ist klar. Ihr habt bestimmt schon mal auf dem Flohmarkt, Wochenmarkt gesehen. Wenn die so, bei den einen oder anderen gibt es keine Flohmärkte, da gibt es keine. Aber die einen oder anderen, die wissen das, die schreiben mir auch in die Kommentare, in so eine Bananenkiste, wenn die da einfach alle drin stecken, das sieht schon urig aus. Da geht schon mal die ein oder andere Karte kaputt. So, und hier ist nun das 20. oder 7. Lego Ninjago Legacy Magazin. Und ein cooles Motorballon. So, und ihr wisst ja, jetzt habe ich 20 diese Pakete hier. Das bedeutet 40 Minifiguren. Die einen oder anderen packe ich nicht aus. Die 9 hier, die brauche ich nicht. Die 10, die packe ich mir nachher so in eine Kiste rein. Aber die anderen 10, 2, 4, 7, 8, 9, 10, die muss ich alle auspacken. Auch wenn ich nur 10 Stück auspacken werde. Es klebt alles hier. Es dauert alles Zeit. Aber ich habe was zu tun. Und ich feiere die Figur immer noch ab. Aber nichtsdestotrotz, ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Habt ihr auch auf dem Flohmarkt mal wieder
fündig geworden seid? Und wenn ja, wo? Für alle anderen. Ich werde irgendwas von Lego Ninjago unter das Video verlinken von der neuen Serie. Es wird ja zurzeit alles richtig billiger. Das Auto von 84 auf 50, 45 Euro. Das andere, mal gucken, was ich finde. Auf jeden Fall irgendwas von Lego Ninjago unter das Video. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt, was ihr so gefunden habt, dann eure Meinung. Und ich weiß, es ist ein schwachsinniges Video gewesen, aber trotzdem, ich wollte es machen, hab's gemacht und deswegen ist es mein Video, wie man so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.